Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Yugi. Dies ist The Long Dark und das hier ist der Jason Winter. Mittlerweile habe ich ihm einen Namen gegeben. Wie gesagt, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, wenn ihr euch etwas einfällt, dann bitte schreibt doch Vorschläge in die Kommentare, ob der jetzt Jason heißen soll oder nicht, weil es ist draußen Winter und wie gesagt, wenn der junge Mann hier stirbt, dann stirbt er mit einem schönen, netten Namen auf seinem Kreuz. Ich hoffe, er wird nicht sterben. Ich durchsuche hier mal so lange was. Denn wir haben jetzt überlebt. Ein Tag und 4 Stunden. Er ist sehr erschöpft. Hunger, Durst. Und es ist 6 Uhr Nachmittag, so gut wie. So, gebe ich ihm mal was zu trinken, damit der junge Mann hier nicht verdurstet. Ich habe nichts zu trinken, außer das pfirsiche Trockenfleisch, Wasser unsicher. Ich habe unsafe Wasser. Na gut, dann, wenn ich Durst habe, da gibt es doch immer noch die Alternative. Die Alternative heißt Toilette. Wo ist hier die Toilette? Die Hausherrin. Ich brauche eine Toilette. Ein Bad, Bett. Ach, hier oben ist die Toilette. Gut, ich habe Durst. 1,72 Liter. Nehme ich alles mit. Ich brauche was zu trinken. Er hat Hunger. Hundefutter, das hebe ich mir auf für einen besonderen Tag. Muss jetzt nicht sein. So ab Tag 50 sage ich dann so, hey, jetzt feiere ich mal hier meinen 50. Überlebenstag und ziehe mir mal das Hundefutter rein. Aber ich werde es mir vorher warm machen. Nee, das geht ja nicht. Müsli-Riegel, den nehme ich nicht. Das esse ich lieber morgens. Morgens ein Riegel. Und der Tag ist mein Freund. So, was gibt's hier noch so? Alles durchsuchen. Alles mitnehmen. Ich werde alles gebrauchen können. So. Da haben wir doch nochmal Wasser. Auf dem Boden liegt auch nichts. Habe ich nichts. Schlafen brauche ich auch noch nicht. Tja, ich muss hier überleben. Irgendwie. Da hier viele Wölfe sind und ich mir das halt auch so ausgesucht habe, ein Schwierigkeitsgrad, in dem eine Menge Wölfe vorkommen. Haben die es wahrscheinlich auch direkt mit eingebaut, dass man nicht so viel findet, weil ich finde hier wirklich nicht viel. Ich werde wahrscheinlich Fallen bauen müssen. Ah, mein Nähset. Das habe ich doch gesucht. Ich habe mein Nähset endlich gefunden. Ich glaube, Schweinefleisch mit Bohnen kalt. Gut. Könnte ich mir warm machen. Der Gefrierschrank. Auch leer. Dann werde ich gleich mal ein paar Sachen Hope nobody needs this aufwerten. anymore. Ja, mein Frühstück. Oben noch mal schauen. Ich durchwühle alles. Was der Ofen so hergibt. Wie wär's denn mal mit einem Hasen? Ein Fisch. Ich bitte darum, gebt mir einen Fisch. Den kann ich braten. Nichts. Die sind echt geizig.
In der Mikrowelle ist auch nichts. Müsste mal wieder einer sauber machen. Also, bevor man hier abhaut, warum macht ihr denn wenigstens nicht mal sauber für mich? Da ist noch was. Noch eine Dose Hundefutter. Ja, die esse ich dann zum Hundertsten. Also die werde ich mir aufheben. Dose Hundefutter. Aber wie heißt es so schön? In der Not frisst der Teufel Fliegen. Ich bin zwar nicht der Teufel. So, hier habe ich nichts. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich stelle mich jetzt mal hier so hin. Erschöpft. Er ist echt müde. Sehr müde. 25 Kilo. Ja, okay, komm, dann sollte ich mich hier hinlegen und schlafen. Mein Zustand mit 24% ist auch nicht so rosig. Ich entscheide mich für die Nacht. Warte mal. Moment. So kann ich noch ein bisschen Zeit schinden, Dinge zu zerlegen. Lange Baumwollunterhose, 21%. Moment mal, ich muss mal schauen. Was gibt es denn sonst noch? So einfache Handschuhe, Wollsocken, die Wollmütze mit 58. Das ist bei 66. Einfache Handschuhe. Ich hatte doch Fäustlinge. Wo sind denn meine Fäustlinge? Schuhe. Wollsocken, Baumwoll, Wollmütze. Fäustlinge angezogen, 67%. Na gut, dann die Wollsocken habe ich auch an. Ich zerlege erstmal die einfachen Handschuhe. Alles klar. Die Wollsocken. Was hat denn der für Socken an? Wollmütze? Hat er keine Wollsocken an oder was? Wollmütze, noch eine Wollmütze, Wollmütze. Baumwollsocken angezogen. 32%. Moment mal, einmal gucken. Und zwar bei der Kleidung. Handschuhe. Baumwollunterhose. Drei Unterhosen. Mütze. Baumwollsocken angezogen. Die brauche ich auf jeden Fall. Die zerlege ich jetzt, die Wollsocken sind eh nur 24%. Einfacher Wintermantel, ja, den müsste ich eigentlich mal aufwerten. Der hat nur 26%. Denn wenn die Dinge einmal kaputt sind, sind die kaputt. Dann kann ich auch nicht reparieren. Ich habe doch so lange Baumwollunterhosen. 79, 89%. Das müsste ich irgendwie mal hier. Die Jeans hat auch nicht mehr so viel. Ich habe zwei Wollmützen, aber ich will die eigentlich nicht kaputt machen. 91% Wollmütze angezogen. Dünner Wollpullover, 34%. Ja. Mal gucken, was kann ich überhaupt reparieren? Nee. Einfaches Werkzeug. Nähset. Ach, ich habe schon zwei Nähsets. Ne. Ich lasse den Wintermantel. Ich mach mal die Jeans, davon habe ich nämlich gar nichts. Jeans. Die Socken. Wo sind meine Socken? Einfacher Wintermantel.
Jeans angezogen, Wollmütze, Schweißlinge. Wo sind jetzt meine Socken hin? Die Socken. Wo sind die Socken? Meine Socke. Wo ist die Socke? Ich finde die Socke nicht. Das gibt's noch nicht. Einfacher Wintermantel, Jeans. Wo sind die scheiß Socken? Bin ich jetzt blöd? Wo sind die Socken? Mal die Nase an den Bildschirm zoomen. Ey, ich sehe die Socken nicht. Habe ich keine Socken oder was? Doch, hier Socken da. Ich habe ein Sockenproblem. Aha. Ich repariere meine Jeans, wenn ich die Socken nicht finde, sowas. So. Jeans 58%. Sieht schon ein bisschen besser aus. Mein Wintermantel. Komm, den repariere ich jetzt auch mal. Hat nicht funktioniert oder was? Jetzt habe ich nichts mehr. Ist ja echt schlimm. Was gibt's noch zum Zerlegen? 89 lange Baumwollunterhose. Die kann ich mal. Prozent, 79, 20%. Dann ziehe ich doch mal die an. Wollmützen. Ich finde immer noch keine Wollsocken. Zerlegen. Lange Baumwollunterhose. Ja, 20%. Überlege ich. Kann sein, dass es bald dunkel wird. Wie spät? 49, auch immer. Ich gehe dann jetzt mal schlafen. Ab in eine Pofe. Da ist das Bett. So. Basteln tun wir morgen früh weiter. Trinkwasser 1,8. Dann schläft der mir zu unruhig. Er muss trinken. Müsli-Riegel ist für morgen früh. Wie viel Hunger hat er denn? Na komm, das schaffst du, Kumpel. Erstmal 7 Stunden. Dann ist er auch nicht mehr überladen und hat auch viel mehr Kraft. Es war immer noch dunkel draußen. Das ist jetzt hat er Hunger und Durst. Schön hast du das gemacht. Essen. Nee, du. Gib gleich Essen. Schlafe ich mal nochmal bis 9. So. Yeah. Und ich habe einen Tag und 20 Stunden überlebt. So. Hundefutter, ich habe so viel Hundefutter. Da müsst ihr 150 Tage überleben. Schokoriegel, Schweinefleisch mit Bohnen, kalt. Pfirsiche. Gegessen hatte auch was. Nochmal Pfirsiche. Schweinefleisch mit Bohnen kalt. Mit leerem Magen lässt sich schlecht flüchten. 1822 Kalorien. 10 nach. Mal gucken, wie warm oder kalt es draußen ist.
Okay, das Wetter ist wieder einmal schändlich. Nicht gut zu mir. Sieht nicht so toll aus. Deswegen werde ich noch ein paar Klamotten zerlegen und was aufpimpen. Angezogen, angezogen, angezogen. Die Wollmütze. Ich weiß nicht, ob ich die kaputt machen soll. 57%, die 65%. Baumwollsocken. Kann ich noch was reparieren? Nein, reparieren. Ich habe ein Nähset. Einfacher Wintermantel angezogen. Probier mal. Kriegst du es diesmal hin? 61% Wintermantel angezogen. Ja komm, jetzt sieht er schon besser aus. Gefühlte 6 Grad Lufttemperatur, minus 1 Grad Windkühle, Kleidung Wärmebonus plus 7, Windkühle Bonus plus 4. Ein bisschen Kohldampfer da. Ich hoffe, das Wetter ist jetzt besser. Ja, der Nebel ist weg. Und warte mal. Wieder rein. Da unten turnt wieder ein Wolf rum. Auf den muss ich aufpassen. Aber schön ist es immer noch hier. So. Ich hoffe, hier unten ist kein Wolf mehr. Die Krähen sind irgendwie weg. Wieso sind die weg? Ist die Leiche verschwunden? Hier war doch eine Leiche. Verschwinden jetzt hier Leichen? Fressen die jetzt auch schon die Wölfe oder was? Kann doch gar nicht. Wie sieht's eigentlich? 72% Zustand. Hatte ich gar nicht geschaut. Immer noch kritisch. So. Da ist ein Wolf. Da ist die eine Insel. Da hinten ist noch eine Insel. Da sind Häuser. Ich lauf mal zu den Häusern da oben. Mal schauen, was es da noch gibt. Da links ist ein Wolf. Auf den muss ich aufpassen. Wehe, jetzt ist hier ein Wolf. Krieg ich die Krise. Ich mache hier mal einen Bogen. Ist doch keiner, oder? Hütten am Wasser. Der hat nichts dabei. So. Oh, wieder ein Wolf. Oh. So, und ob der Jason das hier überleben wird, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Yugi. Goodbye.